Hallo und ganz herzlich willkommen auf unserem Kanal von Sydney und Evie. Heute ohne den Sydney, der ist noch bei der Oma. Wir haben am Wochenende das Restaurant voll gehabt mit Gästen und da musste Sydney mal ein bisschen außer Haus. Und die Box kam am Samstag, die InStyle. Und ich habe gestern schon mal reingelookt, weil ich konnte es nicht erwarten. Aber heute mache ich sie mit euch nochmal auf, dass ihr auch seht, was drin ist. Das ist die Herbstedition und die InStyle kommt auch nur 4-mal im Jahr. So. So sieht es aus. Sieht immer gleich aus. InStyle-Box hat nie irgendwelche Sonderboxen oder so. Tada, Deckel hoch. Ein schönes Heftchen. Ist immer mit dabei. Fall Edition 2019. Hier steht auch immer dazu, es gibt 3 Ausgaben der InStyle E-Paper geschenkt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das bis jetzt noch nie runtergeladen. Keine Ahnung. Wie alle anderen Boxen auch. Ein schönes Seidenpapier mit Klebchen. Das machen wir auf. Ohne das Papier zu zerreißen. Super. Und der erste Blick in die Box schaut da schon mal super aus. Ich hole raus das erste Produkt. Das ist von Sol Janera. Ein Coco Cabana Cream Moisture Magnet Oil in Water Body Cream. Hört sich gut an. Die Verpackung ist auch cool. Und riecht auch sehr kokosnussig. Normale Creme. Aber super coole Farbe hier drunter. Lässt sich total schön einreiben. Und riecht wie Jahrmarkt. Wie so eine gebrannten Mandeln riecht es. Wie Weihnachten. Super. Total schön. Weiter geht's mit Natural Toothpaste von The Humble Co. Da haben wir in sämtlichen Boxen auch schon immer die Zahnbürsten dazu gehabt. Da habe ich jetzt mittlerweile schon 4 Zahnbürsten davon. Und endlich auch mal die Zahnpasta mit Charcoal. Ulala, da weiß ich noch nicht. Schwarze Zahnpasta ist noch original zu. Ich probiere es jetzt auch mal gerade nicht. Keine Ahnung. Mal gucken. Bin da ein bisschen so gespalten. Dann haben wir hier eine wunderschöne Farbe von Sante. Lip Lacquer. Cool. Total schöne Herbstfarbe. Ja. Schönes Bürstchen. Super. Die mag ich schon gleich. Guckt mal, so sieht's aus. Wunderschön. Mal gucken, ob ich sie da abkriege. Ja. Alles verreiben. So, weiter geht's mit einem Döschen und hier so ein Kürbis obendrauf. InStyle Box. Ah, ist direkt von InStyle Box. Ist ja cool, wurde dafür hergestellt. Scented Tin Candle. Reguläre normale Kerze. Ist irgendwas drin? Ne? Nee, die sieht nur so aus. Riecht gut. Oh, riecht auch so spicy. Sehr lecker. Freue ich mich, das anzumachen. Coole Dose. Sehr schön. Weiter geht's mit dem nächsten Produkt. Heat and Care Spray. Okay, für die Haare. Von Great Lengths. So heißt die Firma. 50 ml sind hier drin. Okay, macht man sich dann vom Föhn rein und schützt dann wohl die Haare. Schöne Größe zum Ausprobieren. Super, freue ich mich. Die Zahnbürste dazu. Nummer 5. Meine Zahnbürste Nummer 5. Auch cool. Braucht man ja immer wieder Zahnbürsten. Jetzt habe ich aber hier noch was ganz Großes, was ich hier rausziehe. Oh, und vom Parsa. Seidiger Glanz, Silky Shine, Beauty, ideal für pflegebedürftiges Haar. Eine Haarbürste. Also die ist ja mal richtig schön und groß. Fühlt sich auch super an. Kann man hier die Borsten so sehen? Kann man das so sehen? Cool. Habe ich noch nie gehabt, eine Habe. Gar nicht wahr. Bei der japanischen Box No Make No Life. Da war meine Haarbürste drin. Aber die war nicht so toll. Also das war wie so eine Puppenhaarbürste. Die Box hatte ich ja 6 Monate im Abo und
Mein lieber Mann, also nicht nochmal. Kann ich nicht empfehlen. Aber ich verlinke euch am Schluss mal noch das letzte Unboxing von der letzten No Mag No Life Box und dann könnt ihr ja selber mal gucken. So, aber die hier ist cool. Freue ich mich. Und die InStyle, die finde ich auch mega. Also das ist eine coole Box. Viel zu selten eigentlich, aber da ist der Überraschungseffekt auch immer größer. Oh, weiter geht's. Noch was von Parser. Ein Magic Pony. Ein Pferd? Nein, natürlich nicht. Nur für den Zopfgummi hinten, damit man den Pony schön macht. Ah, ist auch noch so eine Anleitung mit drauf. Mega cool. Probiere ich mal aus. Aber ich sehe das ja hinten nicht und ich fummel mir da immer einen ab. Ich hoffe, dass es mir gelingt. Mal gucken, sowas habe ich noch nicht. Aber passt ja super zusammen mit der Bürste. Weiter geht's. Ein Öl von Bio Oleo Cosmetics, ein Süßmandelöl. Sehr hochwertig, Glasflasche. Schön, was macht man damit? Anwendung. Ein paar Tropfen Öl morgens und abends auf gereinigte Haut auftragen und einmassieren. Augenpartien vermeiden. Aha, da lese ich gleich mal im Heftchen nach, was es dann noch alles so mit dem Produkt auf sich hat. Es sind so viele Fusseln dran von dem Papier. Deswegen wische ich da immer rum. Ui, ganz unten. Ach, gleich zwei Masken von Starskin. Guck mal. Wunderschön. Einmal ist eine 7 Sekunden Overnight Maske und die andere eine 7 Sekunden Morning Maske. Cool. Von Starskin habe ich noch keine Masken probiert. Ich bin ganz gespannt. Und ich weiß aber, dass die super teuer sind. Starskin ist eine sehr teure Marke. Freue ich mich, das hier in der Box zu haben. Zwei Produkte sind hier noch drin. Und dann habe ich ein Chewable Hair Vitamins. Hair Burst. Contains Nutritions to maintain healthy hair. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Biotin, Selenium und Zink. Eigentlich, wenn man sich ganz gesund ernährt mit Obst und Gemüse, sollte das reichen. So eine Dinger sind hier drin, dreimal. Ach, ich weiß noch nicht. Ich probiere es nur noch nicht. Aber super neues Produkt, also klasse mal zum Testen. Und dann lacht mich schon die ganze Zeit das Orangenes an. Ho, voll fett. Coole Schokolade. Tonys Chocolonelli. Chocolonelli. Cool. Vollmilchschokolade, Karamell. Sehr schön. Guck da mal hier. Mmh, lecker, lecker, lecker. 180 Gramm. Irre. Und die ist auch voll schwer. Cool. Tolles Produkt. Kiste ist leer. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Produkte drin. Und die InStyle kostet, oh mein Gott, kostet die nur 25, wenn man die im Jahresabo hat. Und ansonsten Einzelbox, glaube ich, 30. Müsst ihr nochmal nachgucken. Ah, was steht denn hier im Heftchen? Oh, Preise stehen nicht nebendran. Aber die Beschreibungen. Das Öl, kleiner Tipp, hilft ebenfalls gegen rissige Lippen. Trage sie zwei Tropfen Öl auf die Lippen und massiere sie sanft ein. Das sanfte Öl ist sehr verträglich und vielseitig einsetzbar für jeden Hauttyp. Es ist auch für trockene und empfindliche Haut bestens geeignet und hinterlässt ein weiches Hautgefühl. An frischen Herbsttagen spendet es Feuchtigkeit und regeneriert die Haut. Ja, cool. Schade, dass keine Preise drin stehen. Aber es gibt eine Abweichung und zwar von dem Lip Lacquer. Hätte es auch noch eine andere Farbe gegeben. Ich muss ehrlich sagen, bin total happy mit meiner Farbe, die Richtung Braun geht. Super schön. Jawohl. Ja, dann war es das eigentlich auch schon wieder. 100% sklavenfreie Schokolade haben wir hier noch stehen. Ja, sehr schön. Also, dann war es das auch schon wieder mit der Box, mit der InStyle. Ich verlinke euch mal noch die letzten beiden Unboxings, also Sommer und Frühjahr. Und wie gesagt, das von No Mag No Life. Und ansonsten noch ein letztes Video mit Sydney. Das seht ihr dann. Also dann machen wir mal hier auf der Seite die InStyle.
Hier haben wir dann die No Make No Life. Und hier unten gibt es dann ein letztes Video mit Sydney. Und dann wünsche ich euch auch noch ein schönes Wochenende. Und dann bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.